Ja, wir sind hier auf dem Dresdner Heidefriedhof, genauer gesagt auf dem Ehrenhain, der ein ganz zentraler Ort ist für das Erinnern an den 13. Februar in Dresden, an den Luftkrieg, an die Toten des Luftkrieges. Warum ist es ein schwieriger Ort? Das hat natürlich mit der Entstehungsgeschichte dieses Ehrenhains zu tun und auch der Nutzungsgeschichte über die Jahrzehnte. Dieser Ehrenhain ist, kann man sagen, in der heutigen Form ein politisches Denkmal, was in der DDR-Zeit entstanden ist, unter ganz bestimmten auch ideologischen Voraussetzungen. Angefangen hat die Geschichte dieses Friedhofes hier 1934. Man hat außerhalb Dresdens an der damals neu entstehenden Autobahn in der Jungen Heide einen großen Zentralfriedhof für Dresden anlegen wollen. Es ist ein Waldfriedhof, wenn wir hier stehen, hat das alles naturbelassen. Man hat also damals die Ideen der Friedhofsreformbewegung aufgenommen. Und auf diesem neuen Friedhof, der also in den späten 30er Jahren dann hier angelegt wurde, hat man sich dann schon Gedanken gemacht zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, was ist denn wenn? Heißt, wenn Dresden zum Beispiel Opfer eines Luftangriffes werden sollte, was macht man mit den Toten? Man hatte ja Erfahrungen durch die ersten Angriffe, die es gegeben hat 1939, 40, 41, wo die Wehrmacht die europäischen Nachbarländer überfallen hat und es natürlich auch Bombenangriffe gegeben hat. Man erinnert sich zum Beispiel an Rotterdam, an Coventry und andere bekannte Beispiele aus der Luftkriegsgeschichte. Und diese Erfahrung hat man natürlich auch hier in Dresden aus. Sie hat gesagt, ja, vielleicht ist eines Tages auch mal ein alliierter Luftschlag auf Dresden zu erwarten. Man weiß nicht, wie sich die Kriegslage entwickelt. Und 1943, 1944 hat man hier bereits auf diesem Areal Flächen vorgesehen für die Aufnahme von Toten, wenn es auch zu einem größeren Bombenangriff auf Dresden kommen sollte. Man hat damals hier geplant, die Aufnahme von 10.000 Toten. Es sind direkt Felder abgesteckt worden hier im hinteren Teil des Friedhofes. Aber was dann natürlich am 13. Februar 1945 gekommen ist, das war dann eben deutlich mehr, als man erwartet hatte. Und man hat während der Wochen nach den Luftangriffen über 17.000 Tote hier auf den Heidefriedhof gebracht, die hier bestattet werden mussten. Das heißt, erst ab Sommer 1945 konnten die Angehörigen dann wirklich hier auf den Friedhof und konnten sich natürlich, ich sage mal, um die Gräber ihrer Angehörigen kümmern. Man hat dann angefangen, weil es ja keine offiziellen Bestattungsszenerie gegeben hat, weil es keine Grabzeichensetzung gegeben hat, selber Grabzeichen zu setzen. Also ganz individuell Holzkreuze, das, was eben so da war. Man muss sich jetzt vorstellen, dass hinter uns die Fläche halt mit vielen tausenden Holzkreuzen und individuellen Grabzeichen ausgestattet gewesen ist. Und das ist so der Zustand gewesen in den späten 40er Jahren bis ungefähr 1949, 1950. Das war nicht geordnet, das war, ich sage mal, so wie es eben gerade ging in der Notsituation. Das hat natürlich die Behörden irgendwann gestört, sah unordentlich aus. Das ist eben nicht, wie es auf dem deutschen Friedhof so ist, wo alles geregelt ist. Und man hat sich dann Gedanken gemacht, wie man die Anlage hier landschaftsgärtnerisch gestalten kann. Und das ging bereits also ab 1949 los. Man hat dann hier bereits ab 1950 auch erste Gedenkveranstaltungen abgehalten von Seiten der Stadtverwaltung. Und da war dieser Zustand natürlich aus Sicht der Behörden nicht mehr haltbar. Und es gab dann sozusagen die Idee, die Anlage hier großflächig umzugestalten, umzubauen. Und die großen Umbaumaßnahmen begannen 1955 bis 1965 und waren dann 20 Jahre nach den Luftangriffen 1965 abgeschlossen. Also das, was wir jetzt hier sehen, die Gedenkanlage, die sich heute darstellt, mit diesen auch architektonischen Elementen, die man hier sehen kann, dieser, ja, muss man sagen, 450 Meter lange Prozessionsweg, weil es sieht aus wie ein Prozessionsweg, wenn man hier lang schreitet. Er endet hier hinten an dieser Mauer. Ne? Das ist sozusagen 1965 fertiggestellt worden. Interessanterweise ist da, wo die Mauer heute steht, früher ein Hochkreuz gewesen, was man natürlich dann weggenommen hat zu DDR-Zeiten. Das passte natürlich nicht mehr in die Zeit. Ne? Große zentrale Gedenkanlage der Stadt, da konnte natürlich kein christliches Hochkreuz mehr stehen, das ist vollkommen klar. Und es ist auch heute noch so, dass ich sag mal, Leute hierher kommen und das Grab ihres Angehörigen besuchen, was natürlich heutzutage nicht einfach ist, in dieser anonymisierten Rabattenanlage ein einzelnes Grab zu finden. Aber manche wissen das eben noch, wo früher das Grabkreuz gestanden hat. Und da sieht man manchmal dann eben auch einzelne Blumen in der Wiese stecken oder Grabkerzen, die hingesetzt worden sind. Wo die also im Laufe des 13. Februars individuell hier diese Grabfläche besuchen, außerhalb der offiziellen Gedenkveranstaltung.